In unserem heutigen Video zeige ich euch ganz was Neues: Coca-Cola. Coca-Cola ist nicht zum Trinken, sondern es ist eine Mischung aus Coca-Spaniel mit Cola. Und zwar ganz genau, der Papa ist ein knallroter englischer Cocker-Spaniel und die Mama ist eine schwarz-weiße Border-Collie-Hündin. Und so schnuckelig und putzelig werden dann da die Welpis. Wir machen euch auch noch schöne Fotos, damit man es besser sieht, weil so im Wurf kann man es noch nicht so gut beurteilen, weil sie sich natürlich noch nicht so präsentieren, weil sie noch klein sind. Die sind jetzt 4 Wochen und mit 4 Wochen heißt es, sie haben angefangen zum Fressen, verhalten sie schon fast wie echte Hund, interessieren sie schon fürs Spielzeug, können sogar schon knurren und ein bisschen so machen, aber natürlich alles nur sehr kindlich. Und in 2 bis 4 Wochen sieht man dann so richtig die Schönheit. Beim Coca-Cola ist es so, der kriegt Schlappohrli, nicht so groß wie der Spaniel, aber auch nicht so kleine Ohren wie der Border Collie. Jetzt kann man das vielleicht schon ganz gut sehen. Machen wir mal ein wenig eine Nahaufnahme, fahren wir ein wenig zu wieder zu Ohren. So. So kann man die Ohrenlänge ganz gut sehen. Dass denen natürlich super gut geht, seht ihr. Und in dem Alter sind die Welpis auch schon einmal enturmt. Können wie gesagt schon fressen. Die Zahnteile sind schon durchgebrochen. Jetzt geht es schon ins richtige Futter. Und jetzt werden sie von Tag zu Tag frecher und geschickter. Und ab jetzt sind sie stabil und alt genug, dass die Interessenten kommen können, so nach und nach, und das richtige Schatzerl aussuchen können.